Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands mit folgenden Menschen. Enno ist dabei. Hallo. Vanva ist dabei. Hallo. Und Reaper ist dabei. Hallo. Chefin, wo fahren wir hin? Mit dem geradeaus. Auto. Direkt geradeaus. Wenn du da hoch. Da ist ein Stein. Ein bisschen, Jetzt ein bisschen Dings halten und dann. Also da geht's eine Klippe runter, ne? Ja. Vorsicht. Stein, Das ist ein geländegängiges Fahrzeug. Links, soweit es geht. Links ist ein Baum. Ja, soweit es geht. Ja, und jetzt so lange geradeaus, bis wir eine Straße sehen. Und da müssten wir dann über die Brücke fahren. Oh! So, hier kann das Licht mal wieder anmachen. Ja, ja, aber oh. Wir müssen dran vorbei. Gas. Nee. Links, rechts? Das sieht gut aus. Weiter. Straße folgen. Es gibt kein... Ja, einfach da, genau. Das sieht gut aus. Meine digitale Kriegsunterstützung in meinem Zimmer fängt an zu reden. Okay. Da vorne links. Straßenlage hat das Ding nicht. Da duftet es schon hinten rechts. Ja, hier mal so anhalten. Theoretisch. Hier Klippe runter. Oh Gott, und da unten stehen sie schon. Wir müssen wieder schwimmen. Na wunderbar. Ja. Wir können den LKW nehmen, der da hängt. Halt aber erstmal würde ich sagen, markieren. Unser Scharfschütze hat hier durch die besten Konditionen, die er haben kann. Ja, ich bin. Ich habe auch einen Sniper, so ist es nicht. Na, aber du hast nicht die Ausbildung, die unser Scharfschütze hat. Och, für dich reicht's schon. Also zwei Stück unten auf dem Steg. Okay, wen? Er ist erledigt. War's das? Wenn das der Einsatz auf war, danke. Auf dieser Seite war's das, aber wir müssen halt auf die Insel, die vor uns liegt, drauf. Okay. Schon. Ihr kennt mich doch. Du bist doch nur gut durchtrainiert und Männer in lassen Sachen sehen. Oh ja. Da haben wir doch eigentlich eher was zu sehen, weil ihre Hose wird ja dann auch sehen. Sagt Fitzcarraldo, wir haben sein Boot entdeckt. Verrückt, so ein fettes Teil, so weit flussaufwärts. Hat deine Mutter auch gesagt. Gott, war der schlecht. Ich könnte hier mal hoch, ne? Also bei mir hat der gerade einen Wutterwitz gemacht. Hast du ja zu unserem Niveau. Mhm. Oh, sind die Lager hier vor uns Gegner? Möglich. Also erstmal vorsichtig, bis ich gucken kann. Ich habe hier ein schweres Geschütz. Ja, das sind auf jeden Fall Feinde. Sogar einige. Ich werde gesichtet, aber ich bin doch noch gar nicht im Lager. Hilfe. Wo seid ihr? Commander. Ja, wir haben einmal welche da im Zelt. Bist du noch am Lagereingang? Ja, nicht weit weg von dem letzten Punkt. Werde beschossen. Na, aber hinten auf dem Dach anders ausgeschalten. Ich, da ist noch einer. Oh Gott, wo war Enno? Ich hab's in meiner Umgebung knallen hören. Enno war genau bei dir, Wanda. Bei mir? Nee, wer ist das da vorne? Das ist. Reaper ist das. Ich bin hier in meinem Busch. Ja, aber du bist direkt bei Enno. Ich glaube, ich habe Enno gerade gehört, aber. Links von dir, irgendwie so schräg. Wow! Links hinter dir. Da ist irgendwo da was, in den Büschen. Au! Na, wo? Links von dir. Direkt links. Ich helfe dir. Verdammt, das war knapp. Ja, doch, Enno hier irgendwo. Aber in diesem Gebüsch sehe ich nichts. Einer weniger. Oh, das ist unser Scharfschütze. Versuch's mit der Thermalsicht.
glaube, ich habe irgendwas gehört. So ein Ping. Warte, ich sehe ihn. Ah, ich habe ihn. Was schleicht hier denn? Der ist aber auch versteckt, unser Enno. Hat unseren Commander erwischt? Ich glaube, es hat unseren Commander erwischt. Oh Gott. Wo kann der denn sein? Auch überall. Deck alles hin. Ich glaube. Nee, das ist nicht unser Commander. Mist. Wir stehen doch immer noch schwer am Beschuss. Ja, man sieht hier gar nichts. Ich versuche mal den Sniper auf dem Dach auszuschalten, wenn ich den jetzt gesehen habe. Der versteckt sich da hinten. Hab ich. Geht auf der Suche auch nach unserem Commander. Notfalls, ihr seid ja in der Bedienung eines Defibrillators instruiert. Mist, da war noch irgendwo einer. Granate fliegt, nehmt das. Ich glaube, ich höre die Herzschläge von unserem Commander. Ich hab sie. Da ist noch ein Tango. Sehe sie gar nicht. Oh, da. Da mal Sicht kann helfen. Okay, ich geb Sicht. Oh, Scheiße, das wird morgen früh wehtun. Dankeschön. Kein Problem. Diese Büsche sind aber auch ein Mist hier. Oh, ich werde gesichtet. Mist. Oh, ich auch. Ganz schlecht, ganz schlecht. Ich bin im Lager. Ah. Kann mir eine Deckung geben? Ich könnte ihn wiederbeleben. Oder sind die... Ich versuche zu markieren. Nein, ich muss abbrechen. Tango down, ich bin aber auch schwer verletzt. Komm. Ein Pflaster, dann wird das schon. Das mit dem Hello Kitty. Doch, nicht doch lieber eine, oder? Ah, das ist aber eher was für Co. Enno, du bist der gute Mann. Sind da noch Gegner? Ja. Ich glaube, sie müssen deutlich in der Überzahl sein. Okay, wir sollten einen Sturmangriff machen. Munitionsvorräte. Auf unserer Seite hier sind keine mehr. Also hier seid ihr soweit sicher, aber... Wir tanzen beim Schiff da hinten rum. Ja. Wow. Das sind 4 Leute. Okay, die haben... Sauber erledigt. Ich gehe mal unten auf den Steg. Hier sind ein paar Vorräte. Ich muss mal, kurz meine Ausrüstung neu justieren. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Ich denke, also bis jetzt sehe ich keine weiteren Leute. Zumindest nicht in diesem komischen, stillgelegten Frachter. Und weiter reicht die Drohne bisher nicht. Also bis dahin sieht's gut aus. Das. Ich bin beim Eingang zum Boot. Ich empfehle Nachtsicht, hier drin ist echt duster. Ja. Komm rüber zum Boot. Was explodiert hier? Nichts bei mir. Wow. Aber Nachtsicht ist bei dem Gewitter auch nicht gut. Ja. Also hier im Schiff ist eigentlich alles toll, ja. Da siehst du mit Nachtsicht gut. Ja, im Schiff, aber ich meine draußen wegen den Blitzen. Da mal Pech hast. Muss dann hier reingucken. Okay, wer ist. Dieses Boot fährt nicht mehr. Ich sehe doch nach unten, also das Schiff scheint sauber zu sein. Ja. Kommen wir da irgendwie hoch? Auf der anderen Seite hier. Mhm. Oder? Man kann hier. Nein, negativ, da kommt man nicht lang. Irgendwo unten geht's raus. Also unten aus dem Bug des Schiffes. Ah, ich hab das. Ah, ich glaube, ich hab's geschafft, auf das Ding zu kommen. Ich hab das U-Boot gefunden. Ja. Sprengung einleiten, wenn möglich. Granate fliegt, wir sehen uns in der Hölle! Oh, U-Boot zerstört. Verschwinden wir von hier. Sehr gut, das haben wir. Auftrag erledigt, das Problem war nur, ich habe mich von da selbst in die Luft gejagt. Immer schön vorsichtig sein. Ich bin ja kein Granatenwerfer.
Wir haben keinen Sprengmeister, oder? Doch. Doch? Hallo. Ja. So. Das letzte Mal nachgeguckt habe in den Akten, stand da was drin von wegen Sprengmeister. Oh. Ach, der wäre unser Sturmsoldat. Nee. So, wir haben noch ein weiteres U-Boot. Das werden wir, glaube ich, als nächstes ansteuern. Ich habe Schwierigkeiten, dieses Dach hier zu verlassen. Kannst du uns Wasser? Oh, runterspringen? Ah, ja, der hat mich nicht über die Kante gelassen. Ich glaube, es war auch nicht ganz regulär, dass ich da drauf ging. Immer diese innere Schweinehunde, die das verhindern, wa? Schrecklich. Hey, und? Sprengung! Sag mal, geht's noch? Das hat wehgetan. Ups. So, einmal aufmunitionieren hier. Da muss ich, glaube ich, wieder ein bisschen Brandwunden versorgen. Naja, du musst wahrscheinlich auch ein paar Schaffendelle rausholen. Ah ja. Das muss man aushalten. Ich weiß schon, warum ich ein Pflaster auf der Nase habe. Wie heißt auf der Nase? Ich habe ein weißes Pulver auf der Nase. Das sieht man gar nicht, oder? Ja, Maske nicht, aber unter dem Tuch. Ja, ist so ein bisschen an der Brille. Das hat ganz schön weh getan. So. Haben wir vielleicht ein Boot? Ja, wir haben hier ein Boot. Ich glaube, hier war mal ein Boot. Ja, das sieht doch noch gut aus, oder? Das sieht nicht mehr so gut aus. Ach, da. Da war eins. Da. Das geht noch. Ja. Ich darf nicht fahren. Ah. Und, ja, ist vielleicht besser. Jetzt darf ich fahren. Oh mein Gott. Oh Gott, Vorsicht, ich will nicht in die Schraube kommen. Ich hatte eine Störung des Raumzeitkontinuums bei mir gerade. Mhm, so nennt man das also. Kannst du mal ein Stück vorfahren? Nicht über mich drüber. Es gab da so Situationen an einem Casino. So, nach links am besten. Ich glaube, da ist es weniger sumpfig. Das ist rechts übrigens. Das ist links. Ja, aber links am Ufer lang geht in die andere Richtung. Oder ist das alles da besumpft? Kommen wir überhaupt alles weg? Ja, das sieht aber vielleicht, wenn wir schnell sind. Ah, das sieht kritisch aus. Ja, aber dann haben wir auch nicht so viel Möglichkeit. Du kannst hinter uns lang und dann da, wo das U-Boot war, so ein bisschen lang pirschen. Ganz nah rechts, genau. Da auch noch rum. Und wenn du da jetzt geradeaus... Nein, ist auch so. Ja, aber jetzt so schräg links hinter uns ist es vielleicht nicht ganz so dicht. Ich muss mal ein bisschen Sprung machen, ich kann mal drüber fliegen. Guck mal. Also siehst du, wo ich meine? Wenn du da jetzt so rüber... Oh oh, festhalten! Das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Fast ein Meter weiter. Stecken wir fest? Ja. Ich glaube, wir können ein bisschen schieben, oder? Verdammt. Soll ich noch schießen? Hallo, das ist ein Dinky. Toll, jetzt brennt. Ja, okay. Also wieder schwimmen, Jungs. Na, prima. Oh. Und wieder schön synchron. Und wieder beim Gewitter. Aber das haben wir doch sonst gemacht. Aber es hält wenigstens fit. Habt ihr da den fit und wet. So eine merkwürdige Sicht? Da ist irgendwie... Ja. Ich sehe es ebenfalls. Okay. Eine weitere Störung des Raumzeitkontinuums. Auf jetzt gerade, ja, knapp 9 Uhr. Unter der Brücke befindet sich eine Sichtanomalie.
Ach so. Sieht aus wie ein Gletscher. Ich denke, es liegt an den kalten Temperaturen, die hier sind. Da ist eine Brücke. Handtaschen. Ich sehe Ledergürtel und Schuhe. Für dich oder deine Freundin? Beides. Ich bin bei ihm manchmal nicht so sicher. Für seine Freundin braucht er eher eine Lederpeitsche. So. Schlag mich, kratz mich, gib mir Tieren an. Ich schlage vor, wir warten auf ein Taxi. Oder auf ein Uber. Ja, also so lange können wir noch in Bewegung bleiben, bis hier mal was vorbeikommt, das glaube ich auch. Ach, Uber, schlag mich, kratz mich. Der haut an die Peitsche noch so ein paar Krallen von dem Krokodil ran. So eine Selbstgeißelung, so eine Geißel, die sie im Vatikan nutzen. Boah, nee. Wem das möchte ich dir nicht vorstellen. Ich auch nicht. Ja, hier ist Offizier Vanva. Wir bräuchten ein Uber in Bolivien. Auf dem Landweg. Ja, Lieferzeit. In 3 Stunden! Ne. Da vorne sind nicht auf unserer Seite. Das lässt sich ändern. Einer weniger. Ich hoffe, die haben ein motorisiertes Vehikel. Negativ. Ja, sind zu Fuß hier hingekommen. Ja. Alter. Hör mal auf. Ach ja. Wir haben es ja. Bei Regen laufen. Ist ja nicht so, dass wir gerade schwimmen gewesen ist. Die Ausrüstung ist sowieso schon nass. Aber jetzt auch noch beim Regen. Ja. Hat denn keiner von euch ein Wanderlied auf den Lippen? Nee. Aus den blauen Bergen kommen wir. Oh Gott. Ich schalte mal den Punkt ab. Nee, aber Granate fliegt! Das hier Säcke! Wow! Ich wollte den Sänger ausschalten. Das Training funktioniert anscheinend. Oh, also stopp! Da ist unser Abendessen. Hau. Nee, bei mir nicht. Also ich finde, er war schneller als der Schuss. Da rennt ja noch mehr. Aber ich sag mal eins, wenn du unseren Sänger ausschalten willst, dann brauchst du eine Haftgranate. Einmal Semtex. Also, hier ist nicht so viel Verkehr. Ja. Der Mann vom Oberdienst hat mir da hinten! Dieser Wurfeffekt. Moment, ich empfange hier ein ganz komisches Signal. Ich glaube, ich habe ein Fahrzeug. Direkt hier bei uns ist ein Signal. Sollen wir dem mal folgen? Ja. Du, wie sich das Was anhört? Ist das denn für ein Signal? Weiß nicht, das klingt komisch. Du, wie sich das bei dem einen Pickup anhört, ist damit angezogen Handbremse geworden. Yeah, wo befindet sich unser Scharfschütze und Einmal zur befestigteren Straße. Ja. Da eben. Wo die Autos fahren. Sind wir eben so? Ich sag schon zurück. Wie kommen denn die Schilder hier bekannt? Libertad? Haben wir schon mal? Wow! Ach man, der hätte unser Sanitäter sein nächstes Mal. Also irgendwie ist hier ein Alarmsignal in der Nähe. Alarm! Okay. Es kommt quasi von geradeaus, aber da kommt auch... Ja, ich sehe ein gepanzertes Fahrzeug direkt vor uns. Ist es das Zielfahrzeug? Ja, ist feindlich. Nee, ist kein Ziel. Okay. Oh. Der Fahrer hat sich gegen die Weiterfahrt entschieden. Direkt geradeaus, da befindet sich ein Laster im Wald. Das könnte vielleicht das Signal sein. Das ist ein Alarm gewesen. Weiter links. Links. Der Wagen ist nicht allzu geländefähig. Hier ist ein Weg. Da unten, da steht er da.
Oh. Das Alarmsignal kommt von dem Laster. Irgendwas stinkt hier. Ja, ich glaube, der Typ hier stinkt. Merkwürdig. Bleibt wachsam. Die wollten nicht mal das Geld. Muss was Persönliches gewesen sein. Jemand Neues mischt mit und führt Krieg gegen das Kartell. Das melde ich besser. Okay. Bowman, hier Nomad. Es gibt ein Problem. Wir haben ein Alarmsignal empfangen und zu einem havarierten Fahrzeug zurückverfolgt. Da wimmelt es von toten Sicarios. Sorge um Ihren Arbeitsplatz. Wer dafür verantwortlich ist, hat das Geld nicht angerührt. Das klingt nicht nach Rebellen oder Unidad. Hier läuft irgendein krummes Ding. Ach, scheiße. Ich glaube, ich weiß, was da läuft. Augenblick mal. Nomad, begrüßen Sie eine alte Freundin. Sie gehört zu Rainbow und kann vielleicht etwas Licht ins Dunkel bringen. So, Rainbow. Das Rainbow-Team. Nomad, hier Valkyrie. Eine unserer Agentinnen ist kürzlich von der Bildfläche verschwunden. Und wir vermuten sie in Bolivien. Wir wissen nicht, was sie da will, aber die Sache mit dem Laster klingt nach ihr. Sie ist gut, aber sie übertreibt es manchmal. Wir wollen das intern regeln, aber uns läuft die Zeit davon. Daher könnten wir ihre Hilfe ganz sicher gut gebrauchen. Wir greifen ihnen gern unter die Arme, wenn uns Bowman das okay gibt. Wenn es in Bolivien zur Sache geht, will ich dabei sein. Nomad, Sie können Rainbow helfen, aber Sie erstatten mir trotzdem Bericht. Halten Sie Valkyrie über alles auf dem Laufenden. Ich hoffe, Sie wissen, dass wir dasselbe für Sie täten. Sie haben bereits jemanden vor Ort. Sie heißt Twitch. Stellen Sie Verbindung mit ihr her und zeigen Sie ihr, was Sie entdeckt haben. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Valkyrie, Ende. Twitch, ist das eine Streamerin? Oder nur gut gewählter Name? Wir treffen uns mit einer Rainbow-Agentin namens Twitch. Sie ist Tech-Expertin und arbeitet viel mit Drohnen. Sie hat's voll drauf, also schaut möglichst intelligent rein und benehmt euch anständig. Also immer auf den Arsch klotzen. Ich würde ja gerne einen Navi einstellen. Aber... einmal so ein bisschen geradeaus und dann nach links den Feldweg davor. Wenn man es Weg nennen möchte. Aber habt ihr gehört, sie ist eine, die mit Elektronik umgehen kann. Also, Streamerin. Links. Oh, hier ist 230, oh, aber das... Ich habe immer nur ganz, ganz böse Sachen gehört. Ja. Die sind schlimmer als die Jungs. Die sollen 6 Siege haben. Du hast gleich 6 Kugeln im Kopf. Wenn du noch mal so blöd umbringst. Oh! Nomad, lassen Sie alles stehen und liegen. Wir erhalten gerade einen Auftrag, der oberste Priorität hat. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Da vorne links. Da. Support. Nee, noch nicht, oder? Okay, doch. Das sieht aber nicht so freundlich aus. Die machen uns auf jeden Fall das Tor auf. Ja, weil wir in deren Autos sitzen. Theoretisch sollen wir hier einmal durch. Meint ihr, wir schaffen das? Nee, mit dem Auto und nicht rausgucken, einfach durchfahren. Okay. Quasi unauffällig durchfahren. Ganz ruhig. Sie bemerken uns bestimmt. Ich höre Sie laut und deutlich. Ich bin ohne mein Team hier im Land. Die Dame sagt, ihr seid da vorne rechts. Weiter, auf schnell. Sagen Sie, oh. Okay. Einfach fahren ohne Gegenstraße. Danke. Du lässt es hart. Links. Machen wir ihm Angst. Soll er welches Freund links? Linke oder rechte Link? Das ist gut, das ist gut. Da die Richtung. Da. Ja. Ich höre irgendwie einen Alarm. Das ist ja, eher schlecht. Ich hätte auch gerne ein bisschen Abstand zu dem Alarm. Weiter rechts? Links. Das sieht man ja nach einer Militärbasis von den ja. Oh mein Gott. Rechts. Oh, schau da hin, schau da hin. Oh. Ganz schlecht, ganz schlecht. Links. Geradeaus, beziehungsweise links. Perfekt. Oh mein Gott. Das mit dem einfach so durchfahren. Hätte schlimmer werden können. Das ist eine nicht so schöne Gegend hier. Oh, hinter der Auto ist etwas. Hinter der Brücke nach links. Oh, Kumpel von mir, der zu Palle ja, Zeit, also wir können ja auch aussteigen, wenn das Auto kaputt geht. Hier ist gut, hier ist gut. Er hält ihn für einen richtig harten Kerl.
Absolut zuverlässig. Hier zu diesem. Aber niemand, den man zum Familienessen einlädt. Ich schätze, er hat einiges durchgemacht. Hat der hier uns verlassen, ja, ne? Kind hat er die Eltern scheint. Jemand hat den Tod seiner Tochter vorgetäuscht. Oh. Da, das muss sie sein. Hallo? Hier wird nicht geflirtet. Interessanter Hintergrund. Die ist. Du bist am World Twitch. Und ihr müsst die Ghosts sein, von denen ich schon so viel gehört habe. Es hieß, du brauchst Hilfe. Einer unserer brasilianischen Operator hat sich selbstständig gemacht. Hier in Bolivien habe ich die Spur verloren. Aber ihr sollt auf etwas gestoßen sein. Wir haben Laster voll Geld und einen Haufen tote Sicarios gefunden. Die haben alle umgelegt und das Geld liegen lassen. Oh. Klingt ganz nach unseren Mädchen. Bringt mich zum Laster. Ich will mir das mal ansehen. Na dann los. Mal, hier liegt ein Dokument. Da kann man sogar wirklich genau erkennen, was da steht. Sag mal, so viel dazu, dass der Heli uns verlassen hat. Ja, jetzt hat er uns verlassen. Immerhin hat sie uns geholfen. Du sag mal, ja. Meine schöne. Es gibt da so ein schönes Restaurant in Bolivien. Och, Mann. Oh mein Gott. Aber ich grätsch da einmal zwischen. Vielleicht was. Hier liegt ein Dokument, da kann man wirklich genau die Schrift erkennen. Das ist alles immer so etwas unleserlich von der Handschrift. Ja. Nochmal was. Skull Technology. Außergewöhnliches. Dear Early Adopters. Welcome to our. Das ist zu weit weg. Chefin, ich glaube, du leitest die Dame, oder? Ja. Nimm sie bei der Hand. Bevor hier unser Medic da denkt, er wäre. Ich denke aber, ihr solltet sie nehmen. Und sie wollte ja dahin gebracht werden. Ich weiß nicht, ob wir alle in das Auto reinpassen. Negativ, ich glaube, hinten kann keiner auf die Ladung. Nein, Leute. Habt ihr sie denn dabei? Ja, sie müsste es gleich jetzt. Ah, ja. Ja, hat sie gut gemacht. Ja, dann fahrt, ich hole mir ein Auto und fahr hinterher. Gibt's hier keinen Motorrad? Wo muss ich denn hinfahren? Wäre ganz gut, wenn. Ich kann euch über Funk leiten. Okay. Dann mach mal. Okay. Also, ihr fahrt da vorne jetzt nach rechts. Bolivien erinnert mich an Brasilien und die Operation Mystic Tiger. Was kannst du uns über Cabrera sagen? Dass ihr hoffen solltet, dass sie gute Laune hat, wenn wir sie finden. Was könnte sie hergeführt haben? Welche Verbindung hat sie zu Bolivien? Wenn ich das wüsste. Sie ist in Josina aufgewachsen und in ihrer Jugend für Bagatellen verhaftet worden, bevor sie zu Bob kam. Glaubst du, sie hat Verbindungen zum Kartell? Oh. Cabrera? Auf keinen Fall. Sie ist Verhörspezialistin bei Rainbow und liebt ihre Arbeit. Vielleicht etwas zu sehr. das sieht gut aus. Zu sehr, ne? Ja. Durch den Militär. Twitch. Oh. Kommst du aus Frankreich? Sie ist nicht so gesprächig. Oder sie steht nicht auf dich. Vielleicht Gründe. Fangen wir lieber ein anderes Thema an. Da vorne nach rechts. Auf der Straße erstmal bleiben. Wie wär's denn als Thema mit den neuen neuen Skylink-Prozessoren? Finde ich. Was? Nix. Kann ich damit meine Waffe verbessern? Ich glaube, oh, Twitch ist schon mit Amazon zusammen. Oh. Meinst du diese Prime? Jetzt ein bisschen langsamer. Ja, da vorne geht's rechts rein. Hier rechts. Und den Waldweg bis zu der Stelle von eben. Rupert, die Witze werden so flach, wie du es bist, wenn du mal wieder snipest.
Also so flach können sie nicht werden, Leute. Jemand hat ein, das Fahrzeug geklaut, was hier stand. Derjenige ist jetzt auch nicht gerade in diesem Fahrzeug. Ich sehe mich mal um. Ihr haltet euch besser zurück. Nur zu. Ich halte mich natürlich zurück. Ja, dann komm her, du. Oh, meine Rente. Wenn ich mir das ansehe, dann ist das nicht nur deine Rente, das ist ein ganzer Lottogewinn hier. Will sie mal was tun? Ich soll immer noch irgendwo hinleiten. Die könnte sie ja rumschieben. Oder unser Commander muss vielleicht hier sein. Ja, ich bin auf dem Weg. Naja, so gut wie sie ist mal durch. Sie hat den kürzeren Weg genommen. Ich steck mir halt kurz die Rente in der Zeit ein. Wen steckst du ein? Meine Rente. Hier fallen Autos vom Himmel. Was? Da! Der stand vor 5 Sekunden noch nicht hier. Was? Ist doch nicht ein Hologramm oder so, ne? Ich hab da nichts auf meiner Brille. Ich glaube, das kommt davon, weil wir zu wenig Wasser trinken im Einsatz. Ah, okay. Naja, dann werde ich mir, glaube ich, nochmal hier so, ne? Was aufmachen. Na dann. Ich meine, mir läuft das Wasser im Mund ja eh zusammen bei Twitch. Oh Mann. Was macht der eigentlich erst, wenn er Mercury sieht? Soll die auch so heiß sein? Ja, hotter als die Dame da. Also, wir haben ein neues Ziel bekommen. Das scheint eine Militärbasis oder so zu sein. In der Nähe von der Basis, wo wir eben waren. Oh. Weißt du nicht, ihr... Ah, nee. Dann müssen wir die alte jetzt hier mitnehmen oder bleibt die jetzt hier stehen? Ja, nee, wir nehmen sie mit. Oh, das heißt aufteilen. Ich nehme mal lieber das Fahrzeug, was existent ist. Ach, von mir aus. Na, wo steigt sie ein? Ich glaube ins weiße Fahrzeug. Ins weiße, aber ich hab's so ein Schlawittchen. Ja, du musst wieder die Ladies beeindrucken. Dann fahr mal. Also, wir fahren hier. Wie gehabt nach links. In der Straße wieder nach links. Also, hört sich da halt zurecht. Unser Medi war früher auch mal teurer bei der Rally. Mhm. Auto! Fuck. Da war ich abgelenkt von den Kompass und des Medis. Gas. Oh! Das war. Ich sag mal, das Kartell löscht hier nicht so viele Leute aus wie wir es tun. Wir sind die größere Gefahr für das Land als die Drogen. Ja, sag nicht zu laut. Ne? Moment mal. Der schwarze Wagen dürfte ein Fünfsitzer sein. Interessante Drohne hast du da. So eine wie die habe ich noch nie gesehen. Halt. Vor uns sind alles klar? Gegner. Wir wechseln das Fahrzeug. Ich bin dann mal im Gepäckraum zu finden, wa? Okay. Ich such mal wieder Luft. Oder längs in die Basis. Auf der Straße bleiben. Okay. Nee, auf der Straße bleiben. Bleiben auch noch länger drauf. Interessante Drohne. So eine wie die habe ich noch nie gesehen. Mann, ist auch einmalig. Ein Eigenbau mit den neuesten Teilen von Skelltech. Skelltech? Oh, ich dachte, jetzt wir hätten das ganze coole Zeug. Ja. Ich weiß nicht, ob Feinde da sind. Vorsichtig. Praktisch nicht zu entdecken. Ja, sieht so sehr danach aus. Auf 7,5 Meter alles wir sollten Twitch hierher bringen. Ich kann fast überall hin. Und keiner merkt, dass ich da war. Wenn wir wieder in den Staaten sind, müssen wir das Rainbow-Magazin plündern. Ich sende einmal die Drohne. Setze Drohne ein. Damit kennt sie sich eigentlich auch aus, wa? Ich höre einen Alarm.
Ich sehe eine Leiche vorne am Eingang bei der Borke. Hier scheint tatsächlich alles tot zu sein. Ich sehe nur Leichen. Geldtransport. Ja. Wo sind denn alle? Es ist so still. Seht euch um. Mal sehen, was wir finden. Das scheint das Mädel vom Rainbow Team schon ganz gut gemanagt zu haben hier. Ja, die Jungs sind knallhart, beziehungsweise die Mädels. Oh ja. Jeder einzelne von ihnen wurde getötet. Kavera war hier. Putain. Keiner mehr übrig. Durchsuchen wir das Lager. Wir finden was. Ja, noch mehr Leichen. Aber noch ein bisschen Nachschub. Noch mehr Existenzen, die getötet wurden. Ja, ich habe auch noch. Naja. Kein Mitleid, das sind nur die, die wir ebenso hätten erwischen müssen. Auch die führen eigentlich nur Befehle aus, auch wenn es die falschen sind. Ist mir schon klar, aber fürs Kartell, ich weiß ja nicht. Entweder fürs Kartell oder eine Kugel im Kopf. Wofür entscheidest du dich? Man muss seine Kopf, bevor ich sowas mache. Entscheidung auch immer überdenken. Aber ich glaube, hier ist doch nicht so viel. Was ist das hier oben? Hier ist ein verrammeltes Gebäude. Gehört? Jemand benutzt ein Funkgerät. Wer vor diesem Funkgerät sitzt, weiß etwas. Findet ihn. Hier drin ist jemand. Wo ist hier? Wollen wir mal die Zelle anklopfen mit Granaten? Die Tür kann eingetreten werden. Ist nicht so doll. Verrammelt. Enno, wann war? Macht ihr das? Ja, Moment. Ich bin hier. Ja, und bin da. Wir haben da drin jemanden, der sich hier gibt anscheinend. Durchs Fenster einzusehen. Ja. Ah ja, okay. Keine Feinde drin, aber Tür eintreten. Okay, dann. Ich bin bereit. Dann 3, 2, 1. Granate fliegt. Alter! Ah! Los! Okay. Eins, zwei oder drei. Macht er nicht. Dann lassen wir mal los. Kamado, vamos camin. Überraschung. Und jetzt beantworte meine Fragen, sonst war meine Stimme das Letzte, was du in diesem Leben hörst. Comprende? Por favor, ich sage alles. Wir haben einen Laster voll Geld gefunden, der von hier kam. Wohin sollte der? El Truco? Sí, der Gewinn eines Monats. Das Schwein Dengoso hat ihn gestohlen. Was ist das für ein Name, Dengoso? Hat er hier im Lager gewütet? Dengoso? Machst du Witze? Das war der Teufel persönlich. Hör mal, du Spaten. Ich will einen Namen. Es war der Teufel. Er kam und hat sie getötet. Ich wollte Verstärkung rufen, aber der Teufel ist zu schnell. Er war wie der Blitz und hat alle getötet. Klingt nach unserem Mädchen. Was wollte sie? Bitte. Sie hatte nur eine Frage. Wo ist Dengoso? Ich sagte, er hätte den Laster. Da wurde sie noch wütender. Aguante, cabrones. Hay una patrulla que va de ustedes. Na gut, Team. Sieht nach einem Feuergefecht aus. Oh nein. Ich sehe nur die da in der Entfernung. Ja, Twitch steht da ganz schön offen rum. Okay. Oh nee, das ist Twitch, die ich sehe. Anweisung von unserem Commander, wie sollen wir uns verhalten? Deckungssuche. Ja. Okay. Ich verrammel mal ein paar der Einfahrt mit Autos. Mein Mädchen steht da irgendwo. Beschuss? Ja. Ausgeschaltet. Von wo kommen sie? Von wo? Vom Berg. Vom Berg? Oh nein. Ich glaube, ich habe von hinten auch ein... Ja, hier ist ein gepanzertes Fahrzeug direkt von hinten. Da, wo Twitch stand. Okay, benötige eure Position. Okay. Ich glaube, ich habe euch. Auf dem Berg. Fahrzeug von vorne. Oh nein. In die Gebäude. Ja. Am besten zusammen in ein Gebäude. Ich bin in so einem Feldbettengebäude. Bin bei dir.
Oh, Mist, da kommen noch mehr. Deine Position ist Enno. Wir sind im Nachbargebäude. Okay. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Shit, bin getroffen. Enno, wir kommen rüber zu dir. Keine Munition mehr. Ja, ebenso, ebenso. Nur noch zwei Munition, glaube ich. Ebenso. Wann war bist du bei uns mit dem Haus? Nee. Ja, ich glaube, ich bin bei euch neben dem Haus. Okay. Gibt es irgendwo Munition? Keine bisher gesehen. Wir müssen uns vorkämpfen. Ich sehe da vorne. Da wo ich bin stehen. Reaper? Oh, der Scharfschütze ist down. Oh Gott, der war auf dem Gebäude, weiß ich. Ja, wir gehen einmal zu dem Gebäude hoch. Okay. Wann rücken wir. Okay, wir rücken anscheinend schon vor. Ich bin nur hinter das Haus gegangen. Okay, ich bin jetzt in dem Gebäude. Ebenso. Munitionsvorräte hier unten im Gebäude. Ja, positiv. Einmal munitionieren. Okay. Hyper ist nicht oben in dem Berggebäude. Da muss woanders sein. Ja, ich glaube, ich sehe ihn. Ich kann dir eine Spritze geben. Gib mir Feuerschutz, Okay, jetzt. Wir müssen den Heli ausschalten. Komm schon, der Scharfschütze ist da, der kann das erledigen. Reaper, das ist jetzt dein Job. Wir werden hier von überall beschossen. Schweres Geschütz. Na, oh Gott. Ah, ich bin bei so einer Kiste und fast tot. Bräuchte mal schwereres Geschütz. Ein Granatwerfer wäre manchmal von Vorteil. Achtung, Enno, da kommt einer hoch. Wo ist Fanny? Ihr könnt mich, glaube ich, nicht finden. Fast schon. Aber wo bist du? Bei euch am Gebäude? Ja. Meine Runi da unten. Enno, du bist zu nah bei mir. Ich kümmere mich um Reaper. Enno, rechts. Ja, genau vor dir. Na, ja? Links. Ja, hinter dem Container. Ah, ich sehe. Hinter dem Container links. Ich helfe ihm. Ach, wie bist du? Also echt, du. Wie soll man das denn sehen? Ja. Bowman, ihr Nomad. Sorry für die Verzögerung. Wir waren ziemlich beschäftigt. Just down. Nomad, haben Sie Cavera gefunden? Noch nicht, aber wir wissen, was sie in Bolivien will. Sie sucht jemanden namens Dengoso. Klingelt da was? Kommt mir nicht bekannt vor. Wir forschen nach und melden uns, wenn wir irgendetwas finden. Was ist das? Valkyrie Ende. Jemand tritt den Kartell gewaltig auf die Füße und ich weiß nicht wer. Nochmal aufmunitionieren und. Bowman Ende. Granate fliegt, nehmt das. Ich glaube, es war auf jeden Fall unser Ende für unsere Speicherkarte. Ja, scheint so. Oh ja, ganz deutlich. Wer war denn? Achso, du. Achso, ja. Ich hoffe, es hat euch eingefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Irgendwie jetzt sind